So, Tag Nummer 4 oder 5, ich weiß jetzt gar nicht. 4. Hoch geht's nach Fajana. Und was hat sie noch gesagt? Glaub, wo gehen wir noch hin? Zur Krenica? Nee. Die kleinste Stadt der Welt. Another day, another town. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg nach Hum, die kleinste Stadt der Welt. Magnificent. Magnificent. Yes, precious in Deutsch. Magnificent. Ja, egal. Auf jeden Fall, wir wollten noch Punkte für gestern vergeben. Also, wir waren gestern in Porridge, wir waren in Vursa und wir waren in Rovin. Also, Porridge ist sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also, von all den Innenstädten, die ich bis jetzt gesehen habe, finde ich es eigentlich einer der schönsten Innenstadt zum Schlendern. Also, hier in Istrien. Ja, aber es war sehr touristisch überfüllt. War es jetzt in den anderen Städten, wo wir waren, aufgrund der Jahreszeit noch nicht. Mapula kriegt schon so eine 9. Vursa, da waren wir nur in der Beachbar, aber die Beachbar war eine 10 von 10, die haben wir ja schon bewertet. Vursa ist ein Bildhauerstädtchen, also das ist auch eine Bildhauerschule, die einmal im Jahr einen Kurs gibt. Und dann waren wir noch in Rovin. Rovin war sehr schön, also es geht auf den Berg hoch, die Stadt. Das ist halt schon steil und anstrengend, weil auch alte Pflastersteine und so. Und ist aber auch an der Marina. Also schön, sehr schön gemacht, aber sehr, sehr touristisch. Also das ist wirklich super touristisch gemacht, wer sowas mag. So Urlaubsorte und so, da ist da richtig. Also ich sag mal so, es war sehr schön, aber es ist jetzt nichts, wo ich sag, dass... Also wenn ich mir das vor allem in der Saison vorstelle, da ist es bestimmt mega überfüllt. Also ja, 8 Punkte. Ja, de facto kann ich mich da ja auch nur so anschließen. Wobei ich sagen muss, wenn der Rovin die Altstadt hochläuft, sind Schlappe halt nicht das beste Schuhwerk. Nee. Da empfehle ich doch so ein paar Pattike, ein paar Turnschuhe oder sowas, festes Schuhwerk. Und auf jeden Fall nicht mit Kind und Kinderwagen kommen. Ja, außer es sind große Kinder natürlich. Nee, ich kann dann zunächst, die Beachbar war klasse. So allgemein, das Ambiente war super schön. War super entspannend auch so für Leib und Seele. Punkte. Ich sah vom Porridge 10 von 10. Geht der Diesel? Der baut die Scheiße. Das ist ein anderer Diesel. Den teuren Diesel haben sie angeknüpft. Vursa. Kann ich überhaupt Diesel tanken? Kannst du jetzt deine Punkte mal fertig machen? Ja, ich bin hier am Autofahren, nicht am Influencer. Warte. Das ist so ungeduldig. Ah, nee, die Isusa. Die haben den überall abgeknüpft. Die wollen den teuren Diesel verkaufen, nicht mit mir. Wir haben ja jetzt gelernt. Nee, ich wollte die Vogelscheiße wegmachen. Egal, ich gehe nächste Tankstelle. Ich will jetzt so unfreundlich sein zu den Leuten hier. Also, ja, aber von Rüssel haben wir eigentlich gar nichts gesehen, ne? Obwohl es eigentlich so mal durchgefahren sind, durch die Altstadt mäßig. War schön. War sehr schön. Bremste, nee, gibt Gas, Kroate, ja. Trotzdem, sage ich mal, eine 8 von 10, 9 von 10. Rovin, war mir zu viel los. Und ich will gar nicht ausmalen, wie das ist, wenn da wirklich Hochsaison ist. Da kriegst du wahrscheinlich echt keinen Fuß bei den anderen, ohne über Menschen zu stolpern. Aber trotzdem war es eine schöne Stadt, 9 von 10. Mama? Punkte Porridge, wo wir Pizza gegessen haben. Ah, okay. 8. Vursa, das war da, wo wir die Beachbar waren. Auch 8. Und Rovin? Alle 8. Harrison? Harrison ist 10. Weil du kannst schwimmen. Das ist überhaupt. Wo diese kleine Stadt war, gell? So, gibt es hier was schon mal zu lesen. Entstand einer Legende nach, als die Riesenstädte im Tal des Flusses Mirna bauten und aus dem überwiegenden Gestein Hum erbauten. Das heutige Aussehen erhielt es in den Grund. Konturen bereits im 11. Jahrhundert, als die Festung erbaut wurde und bedeutende Veränderung besteht während des 16. und 17. Jahrhunderts zur Zeit Venedigs. Ja. Okay. Also hier sind wir gerade auf dem Parkplatz. Dann kann man hier, ja, da gehen wir einmal durch. Wie Jenny hat es auch eben erfasst, immerhin hier ist Rasen gemäht. Das ist ja schon mal was.
Ah, schade. Hinter der Church da. Warum soll ich denn? Sei durch. Und bis oben nicht erlaubt. Wi-Fi, ich bin hier. So, die Jenny erzählt uns jetzt ein bisschen was über die Glagolitzer. Rock und Hom waren schon im 9. Jahrhundert wichtige Zentren des Glagolitzer Schrifttums, aber auch der kroatisch-mittelalterischen Literatur und Schreibkenntnis. Im Jahr 863 sandte der byzantinische Kaiser die heiligen Brüder Kyrill und Methodis, um den kristallischen Glauben unter den mörischen Slawen zu verbreiten. Kyrill hatte die Glagolitzer Schrift entwickelt, da die lateinische Schrift für die slawische Sprache nicht so geeignet war. Die Glagolitzer hat sich dauernd in Kroatien gehalten, vor allem in Istrien und Merna Gebiete. Sie wurde als kirchliche, geschäftliche und literarische Schrift verwendet. Die Glagolitzer Priester haben mit dieser Schrift über die Tradition eigenes Volks gezeugt und dadurch sich für den Erhalt des Glaubens, der Sprache und der Gewohnheit gesorgt. Dabei haben sie sich auch der Entwicklung und den Errungenschaften des damaligen Europa genähert. Die Glagolitzer Schrift ist in Hum bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts im Gebrauch geblieben. Interesting. Und jetzt hier kann man Glagolitzer lernen. Also Moment, das ist der kleinste Bahnhof der Welt wahrscheinlich. Gehört hier zu Hum. Und jetzt verkehrt. Also das habe ich jetzt so behauptet. Ne? Also. So, wir sind in Pasin oder Pasin, Pasin. Und das ist die Burg Pasin. Die ist jetzt aber leider geschlossen, deswegen nur von außen. Kastel Pasin. So, wir sind jetzt hier in der Kirche von Pasin. Aber hier sind mal wieder leider keine Hunde erlaubt. Deswegen wartet der da mal jetzt. Vorne, hier ist so ein hoher Turm. Hier ist so eine Maria-Figur. Ich will jetzt mal hier laufen, ob ich in die Kirche reinkomme, weil im Internet sah das echt schön aus. Mal gucken. Oh ja, sieht offen aus. Durch die Spiegelung sieht man noch nichts. Jetzt sind wir hier. Ja, bitteschön. Hier ist die Vlogging-Cam. Genau, ich nehme jetzt noch die andere Kamera dazu, weil jetzt sind wir hier. Wo sind wir gerade? Rabatz. In Rabatz. So, dafür musst du aber hier runter. Hier runter. So. Also hier in Rabatz gibt es Rabatz. In Auto, weil man muss eigentlich hier die Treppen runter. Ich weiß nicht, ob das auch jetzt 84 Stufen sind, zum Glück, aber du musst quasi hier runterlaufen, um an die Promenade zu kommen. Beziehungsweise gucken wir jetzt, wir fahren hier wieder zurück und dann gucken wir, ob wir wieder ins Dorf fahren können. Genau. Also, das ist Rabatz. Hier hinten, die Richtung hier oben, on top of the hill, waren nur Hotels zu sehen. So weit weg. Ich laufe da nicht runter, mein Fußgelenk ist gebumst. Das ist ja wie ein Monde Monagische. Ja, Monaco, gehst du nicht bald. But I don't know how they
You cannot drive up there. Ja, doch, irgendwie gibt es bestimmt einen Schleichweg, einen Kletterpfad, irgendwas. Was? Apartamentos. Hier ist der Parkplatz, du musst gehen. Überleg mal mit dieser, Luggage. Also im Reiseführer stand drin, man muss hier als Tourist schnell sein, dass man unten noch was an Meeresfront bekommt, weil ansonsten... Weil ansonsten muss man hier oben auf dem Hill parken. Ihr seid alle auch ein bisschen unpublish, ne? Bitte in Einblick. Das ist ein bisschen unpublish. Guck mal. Sollen wir hier parken? Nein! Hier sehen wir die Riva. Hier kannst du parken. So, straight up. Fajana Marina. Was weiß ich, riesiger Parkplatz. Erst mal gucken, was mit Ticket ist. Ticket Hour. Müssen wir überhaupt noch bezahlen? Was müssen wir bezahlen? Guck mal. Ja, der Kurs ist voll gut. 1,50 könnten bis morgen bleiben, 6,44 Und die Besichtigung? Thank you. Can I make a... So, da ist das Abendessen. Ja, ich glaube, es hat geschmeckt, oder? Also, da gucken wir mal, was die Palatschinke hier können, aber die haben ja so fancy Blüten oben drauf gestreut. Ja. Das hier. Aber machen wir den ersten Taste-Test. Deine? Deine sind nicht so ölig. Das ist besser. Das ist doch Original-Nutella. Ja, oftmals machen die so Mischmasch, ne? Ja. No kids idea. So, Zeit für die Punkte. Der Tag neigt sich so etwas dem Ende zu. Wir gehen jetzt noch in Kaufland, wo sonst, ein paar Lebensmittel einkaufen und ja, genau, und dann nach Hause. Also Hum war das erste, wo wir heute waren. Ich muss sagen, Hum war für mich eine 10 von 10. Das Absolut. Ist total süß gemacht und vor allem richtig sauber, ordentlich. Also man hat so das Gefühl, man könnte da vom Boden essen, so sauber war es da. Also total mit Liebe gemachtes Örtchen und auch die Scenery, wie nennt man das? Die Landschaft war total schön und ja, also alles in allem wirklich 10 von 10. Die Leute waren auch sehr freundlich, was hier in Istrien, hatte ich ja schon mal, wenn es so immer der Fall ist. Dann waren wir in, wie hieß das, Pasin. Pasin, ja. Pasin, also gut, da haben wir jetzt nur die Kirche gesehen und die Festung, die Burg, die zu war. Also da kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Also wäre für mich jetzt ein Ort, klar, da gab es auch noch eine Innenstadt, aber wie er da doch mal gesagt hat, man eine gesehen, hat man alle gesehen. Also wäre für mich jetzt kein Ort, wo ich nochmal hin müsste. Wenn man da in der Nähe ist, kann man sich das mit Sicherheit angucken, da ist es ganz cool. Dann waren wir in Rabatz. Da haben wir gar nichts gesehen, außer was richtig schön aussieht. Das sind die ganzen Häuser so am Hang entlang runter. Das sah echt cool aus. Für an die Marina. Ah doch, wir haben die Marina gesehen. Die sah auch schön aus, stimmt. Ja, war echt süß gemacht. Aber das Parken ist oben. Da müsste man die ganzen Treppen runter und wieder hoch. Und das war jetzt allen zu anstrengend. Deswegen
haben wir das Set gemacht, aber ich würde sagen, so rein von der Optik her kriegt der Ort trotzdem von mir 8 von 10. Das, was man halt bedenken muss, ist diese Treppen, wenn man halt mit Kinderwagen zum Beispiel kommt oder mit alten Menschen, ne, oder meine Mutter sagt, ihr reichen die 83 Stufen, die sie jetzt in der Wohnung laufen muss, ne? Also das ist halt zu bedenken. Und dann waren wir jetzt noch in Fajana, da haben wir auch gegessen. Also ich muss sagen, das hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Also ich hätte mir das total viel schöner vorgestellt. Also von hier aus kann man auch mit dem Schiff rüber auf, wie heißt es, es ist so eine, auf jeden Fall die Insel, wo Tito früher seine Residenz hatte, also wo Tito früher gewohnt hat. Und auf der Insel gab es auch zwei Doktoren, die haben irgendein bahnbrechendes Medikament da, glaube ich, auch erforscht. Und da ist auch ein Safari-Park, weil der Tito hat immer von den ganzen Staaten, also von seinen, wie sagt man? Bundesstaatschefs, ja, hat er Tiere geschenkt bekommen, also Zebra, Elefant und so weiter. Und die Tiere, also quasi die Kinder dieser Tiere, sind noch in diesem Safari-Park. Und es gibt ein Tito-Museum, der hat auch einen Cadillac gehabt, den kann man sich da angucken. Da waren wir allerdings nicht. Aber von Fajana aus geht eine Fähre darüber, da kann man auch einen Hund mitnehmen. Ja, also da muss man dann halt wirklich hin, wenn man darüber möchte. Ich glaube, das ist auch deren Glück. Ansonsten ist es eine ganz normale Riva, wo ein Restaurant, Kaffee nach dem anderen ist. Ich glaube, es gibt auch so ein Stück Stadt, da waren wir jetzt nicht drin. Aber ja, so rein optisch war es ein bisschen schon, da war schon rechts ein bisschen runtergekommen, also runtergekommen. Dann waren da halt viele so Verkäufer, die dann ihre Delfin-Tour verkaufen wollten. Das mag der Dommer halt nicht, wenn man so angequatscht wird. Das hat man jetzt, sag ich mal, in anderen Dörfern auch, ne? Also überall, wo Touris sind, da ist es halt so. Aber ich sag mal so, es ist richtig typisch Touri. Also so, für mich hat es ein bisschen an Biograd na Moru erinnert. Wobei Biograd na Moru viel, viel schöner ist. Da gibt es auch viel individuellere Cafés und die Häuser gestaltet und. Genau, ich gebe ab. Nee, ich denke mal, du hast das auch so eine, von den Punkten her gut zusammengefasst. Anders würde ich die Punkte nicht vergeben. Aber wie gesagt, Fajana. Also das Highlight war ja absolut Hum oben auf dem Berg. Und das Highlight bloß von hinten, also was kein Highlight ist, war Fajana, wo ich da eigentlich auch immer nur gute Sachen drüber gehört habe. Es wo wird die Leute, so hochgelobt, ja, wo die Leute viel Urlaub machen. Aber wir sind ja von diesem Beachparkplatz direkt auf die Riva gelaufen. Und dann sah halt eben alles so ein bisschen nämlich schön aus. Gut, es muss nicht immer alles geleckt sein, aber das Bussieren von den ganzen Verkäufern hat mich schon. Es waren nur zwei Stück oder drei, das hat mich schon total abgenervt. So, wenn ich Delfine sehen will, egal. So, aber du hättest ja gerne Delfine gesehen, nicht wahr? Ja, wir gehen nochmal nach Verdula morgen. Oder am Donnerstag, da werden wir vielleicht welche sehen. Ich habe schon welche gesehen, ich muss jetzt nicht unbedingt welche sehen, aber. Ja, wir haben da auch schon welche gesehen, haben nichts dafür zu tun. Ja, in Sada, klar. Das sind ja auch viele. Auf jeden Fall, das Essen wollte ich noch bewerten. Also meine Mutter und ich, wir hatten eine Fischplatte für zwei, habt ihr gesehen, 42 Euro die Platte. Was ich jetzt erstmal vom Preis her okay finde. Weil meistens, wenn man Fisch isst, kostet der Teller 20 Euro und für zwei Personen dann der Preis ist okay. Allerdings war die Portion, also es war ein bisschen lieblos angerichtet, finde ich, für die Verhältnisse, die ich kenne. Also wir essen das ja normal dann in der Terrasse. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, dass da der Fischteller noch teurer ist, aber ich bin mir nicht sicher. Aber er ist auf jeden Fall schöner gemacht. Da hat man eine Goldbrasse drauf, man hat Wolfsbarsch drauf. Man hat Thunfischsteak drauf, man hat Muscheln drauf und man hat Oktopus drauf und kann sich auch eine Beilage aussuchen, aber es ist einfach schöner angerichtet und auf diesem Holz- oder nee, Steinofengrill, auf dem die grillen, schmeckt es halt einfach viel aromatischer. Also das hat jetzt hier auch gut geschmeckt, ne? Der Fisch war ausnahmslos, der war gut, aber es war einfach ein bisschen lieblos angerichtet und ich fand die Portion für etwas klein. Für den Preis. Die Palatschinken waren gut, kann man nichts sagen, aber preislich war das schon richtig Touri-mäßig, muss man sagen. Ja, und meine Cevape, ich habe Cevape genommen, ich hatte keine Lust auf. Also ich bin jetzt so der Fisch-Fan, oder nicht? Pula City, ja. Warum schickt ihr uns so cool? Ich war jetzt so, also kein Fisch-Fan, ich wollte auch kein gegrilltes Hähnchen oder irgendwas, auch kein. Aber die Schwabe sind gefroren. Nach 350 Meter. Die haben die irgendwo rausgehastelt, ich weiß nicht woher. Geschmack, geschmacklich. Hat sah eine aus wie die andere. Genau, die waren wie gemalt. Ne? Und geschmacklich war das in Ordnung.
Aber für 14 Euro. Das waren die teuersten Cevapi, die ich je gegessen habe in Kroatien für 14 Euro. Also man muss jedes Mal den Preis auf die Tapete schmieren. Ne? Aber 14 Euro für. Bitte nehmen Sie die zweite Auswahl. 10 solche Cevapi, ein paar Kartoffelspalten, Ecken, wie auch immer. Ah, hier, Boot, die kommen, fahr, Kollege. Guck ich mich an, will ich noch flirten. War das schon ein bisschen frisch? Mama, wie bewertest du die Städte, wo wir waren? Wunderschön, ja. Pasin. Rabatz. Jenny, ja, 7. Wir waren doch nicht viel. Und Fajana? Essen, ich gebe auch 8. Fürs Essen auch 8? Okay. Also ich gebe fürs Essen auch 8, schließe ich mich meiner Mutter an. Ja, ich gebe, es hat ja nicht schlecht geschmeckt, aber... Hat auch geschmeckt, aber es war ein bisschen lieblos angerichtet. Guck mal, aus der Gegend, wo wir eigentlich da unten immer sind, kostet was 8 Euro, 9 Euro die Porschen, ne, so mäßig. Gut, haben wir jetzt das mehr mitbezahlt wahrscheinlich. It is what it is. Ja, ist doch noch. Verhungert sind wir nicht. So, jetzt nochmal schnell rein ins Kaufland. Da haben wir das Gute von Gavrilovic, ihr Trainer. Brot. Wir brauchen die Napolitanke. Die sind eigentlich auch nicht schlecht. Do. Lemon. Ich glaube, da muss es auf jeden Fall der hier noch sein. 6.9. Der Privat war eigentlich ganz in Ordnung. Nehmen wir mal 4 mit. Habe ich auch noch nicht gesehen hier. Granatapfel, Schwepps. Ja, auch süß die Dosen hier. Finde ich eigentlich noch aus Frankreich, die kleinen.